Unter anderem so kraftvoll singt Yvonne Katterfeld in diesem Video in ihrer Bruststimme. Und wie sie das macht, darüber sprechen wir. Und wie du das üben kannst, dafür wirst du auch ein paar Tipps von mir bekommen. Ich analysiere hier für dich von Yvonne Katterfeld den Song Irgendwas featuring Benjo. Ich bin mir nicht ganz sicher. B-E-N-G-I-O geschrieben. Benjo gesprochen, vielleicht. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Wie das Instrument, ne? Benjo. Du sollst natürlich etwas davon lernen können hier. Es geht dabei um Bruststimme, Kopfstimme. Kraftvolles Belting, also hohe Töne in der Bruststimme und den Übergang zwischen den beiden, den möglichst geschickt zu machen. Außerdem gibt es in dem Video noch ein paar Lebensweisheiten, um ein glücklicheres Leben zu führen. Schauen wir gleich mal rein, was wir da lernen können. Natürlich. Entschuldigung, ich muss einfach irgendwie zusehen, dass ich schnell nach Berlin komme. Ja, ich verstehe. Aber du bist ein bisschen viel Stress, Madame. Hä? Musst du genießen hier, das bist du hier. Es ist ein schönes Land. Okay, du bist nach Berlin, aber es ist auch schön hier. Ja, da kriege ich sofort Heimatgefühle. Erstens, bist du ein bisschen viel Stress, Madame. Ne, musst du genießen, dass du hier bist. Und ich glaube, warte mal, er sagt gleich noch was. Hä? Du musst einfach Spaß haben und machst du mal besser Augen auf und tust du Handy weg. Genialer Tipp, würde ich sagen, fürs Leben. Ne? Machst du einfach mal Augen auf und tust du Handy weg. Ne? Mache ich jetzt auch gleich hier, Handy weg. Viel entspannter schon. Ach, ich fühle mich schon viel besser. Und wenn ich den so höre mit seinem, ich würde sagen, das ist ein türkischer Akzent, dann kriege ich sofort Heimatgefühle. Denn was viele nicht über mich wissen ist, dass ich in der drittgrößten türkischen Stadt der Welt geboren und aufgewachsen bin. Und das trotz meines blassen Teints. Genau, nämlich in Berlin. Ja, es gab ein Leben vor München. Jetzt hören wir gleich rein, wie sie mit Bruststimme und Kopfstimme umgeht und wie sie so ganz schnelle Wechsel zwischen den beiden macht. Das klingt ziemlich gut. Hören wir uns das an. Irgendwas, das bleibt, irgendwas, das reicht, irgendwas, das zeigt, dass wir richtig sind, bis wir etwas finden, was sich gut anfühlt, was sich lohnt zu teilen, würden gern sowas spüren, suchen überall. Scheinbar nichts, was uns halten kann, was uns das verspricht, was wir wirklich wollen, wonach wir alle suchen, kriegen die genug, denn wir wollen immer mehr, können uns erklären, wieso die Erde dreht, schauen im Weltall nach, uns reicht nicht ein Planet, bauen Denkmäler, wir wären gern für immer jung, sammeln Fotos, aber uns fehlt die Erinnerung, verkaufen uns für dumm und machen Geld daraus, erfinden jedes Jahr was Neues, was die Welt nicht braucht, denn es geht immer noch ein bisschen mehr. Auch wenn keiner mehr den Sinn erklärt, sind auf der Suche nach irgendwas. Sind auf der Suche nach etwas mehr. Ja, genau an diesen Stellen hier, ne, die meine ich, da ist sie in dem, was die meisten Bruststimmen nennen würden und wechselt ganz schnell in die Kopfstimme. Hier im Refrain. Na, sie singt. Sind auf der Suche nach irgend. Bis dahin ist sie in der Bruststimme und dann wechselt sie plötzlich hoch. Das, was die meisten Kopfstimmen nennen würden. Was? Was? Na, also. Sind auf der Suche nach irgendwas. Das klingt bei mir ein bisschen komisch. Ich sing's mit mehr Vibrato als sie. Es klingt ein bisschen seltsam, weil ich den ersten Teil eine Oktave tiefer singe als sie. Aber das Prinzip ist dasselbe. Ne? Das ist ein schöner Effekt, dieses schnellen Wechsel. Das macht sie dauern. Ja? Übrigens, wenn du deine Bruststimme oder Kopfstimme erstmal finden möchtest und dann auch ein bisschen mehr trainieren, dafür habe ich Links in der Beschreibung zu Übungen für dich. Und auch hier kannst du draufklicken für ja, eine kurze Playlist, in der du das üben kannst. Dann hören wir ein bisschen weiter. Bleibt irgendwer, der zeigt, dass das scheinbar. Um auch mal den Klang, den sie auf dem
irgendwas, dem was, dem A in was hat, den zu finden, da hilft es oft ein bisschen zu lächeln, ne? Wenn du sowas singst wie sind auf der Suche nach irgendwas. Da habe ich immer so ein leichtes Grinsen, das hilft, diesen hellen Klang herzustellen. Irgendwer, der bleibt, irgendwer, der zeigt, dass er scheinbar weiß, wer wir wirklich sind. Wenn wir ihn dann finden, können wir nicht bleiben, wollen uns nicht binden, weil wir dann vielleicht etwas verpassen können, was irgendwo noch ist, was wir sonst vermissen, weil es nicht uns gehört. Hinterlassen Abdrücke wie auf frischem Teer, die nächste Generation kommt nicht mehr hinterher. Immer noch höher, wir müssen immer noch weiter, wir werden immer noch schneller, denn uns läuft langsam die Zeit ab. Wir brauchen mehr, mehr, wissen nicht mehr, wer wir wirklich sind, verlieren die Ehrfurcht vor so viel Ding. Wir haben verlernt, wie man etwas teilt, obwohl wir alle so entstanden sind. Es geht immer noch ein bisschen mehr, auch wenn keiner mehr den Sinn erklärt. Sind auf der Suche nach irgendwas. Sind auf der Suche nach etwas mehr. Wenn du ganz genau hinhörst, dann hörst du, dass sie immer auf dem Was und dem Mehr sind auf der Suche nach irgendwas so ein ganz leichtes Vibrato drauf hat. Sind auf der Suche nach etwas mehr. Ja, das Vibrato, das macht es richtig schön und es ist sehr dezent und macht den Gesang sehr leicht. Wenn du dich dafür interessierst, wie du selbst dein Vibrato entwickeln kannst, hier findest du einen Link und in der Beschreibung ebenfalls zu einer Übung dazu. Zwischen den Teilen, in denen sie eigentlich den Refrain singt, ne, da sind immer noch so kleine Vokalisen, also auf Vokalen im Grunde nur so kleine Phrasen eingebaut. Hör mal genau auf die. Auf der Suche nach irgendwas. Was ich gemeint habe, sind diese Teile. Das ist natürlich super kraftvoll, da singt sie mit viel Masse in den Stimmlippen. Und viele würden das Belting nennen. Ich nenne das Belting mit rufendem Charakter. Und das kannst du hier in diesem Video lernen. Klick da einfach drauf, dann sehen wir uns im nächsten Video und du kannst daran arbeiten. Bis dann, happy humming.